Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Blaus Grab and Challenge. Im letzten Part haben wir es endlich geschafft. Wir konnten auch den letzten verbleibenden Vogel in unser Team bringen. Und zwar hat sich Lavados uns endlich angeschlossen. Somit haben wir alle drei Vögel bei uns. Und wie versprochen, wollen wir uns jetzt aufmachen zur Ruine. Und das sollten wir heute auch im heutigen Part angehen. Aber erstmal wollte ich hier die letzte Mission noch in der Lapislevel zu Ende machen. Und das wäre sie nämlich da vorne. Das war ja Wablo, was wir jetzt noch retten müssen. Danach sind wir durch. Aber ich möchte die Chance noch kurz noch nutzen, um noch gern möglichst noch ein weiteres Pokémon mit ins Team zu nehmen. Den Kader haben wir schon eingesackt. Vielleicht hat er noch ein weiteres auf. Man weiß es nicht. Je mehr ich mit dem kann, umso besser. Bei Kidwurm kann ich noch nicht mitnehmen, glaube ich, ne? Das geht, glaube ich, erst, wenn ich das spezielle... Ja, okay. Ich muss auf den Tangela warten, leider. Damit es das bringt. Also ich mache das jetzt auch so ein, zwei Minuten jetzt auf die Suche gehen. Und war bloß hier im Gang übrigens. Okay. Und dann mal schauen, wenn es dann nicht auftaucht und noch nicht im Team ist, dann gehe ich eben weiter, weil wir möchten noch gerne mal ein bisschen vorankommen. Und die Rune wartet ja auch schon eine ganze Weile. Und ich denke mal, oh, das ist nicht so nice. Nikala, kommt bitte mit. Oh, Tangela, ernsthaft? Okay, er schläft. Ich komme hierher, mein Freund. So, du kommst bitte ins Team. Wenn schon, dann denn schon. Schade. So kommen wir irgendwie nicht weiter übrigens. Wablo steht im Weg. Moment. So, Wablo bitte... Das ist jetzt ganz blöd. Jetzt muss ich einmal rumrennen. Toll. Ganz klasse. Jetzt muss ich immer wieder im Kreis rennen. Natürlich hat der Traumweg jetzt die ganzen Tangelas vor sich. Ist ja logisch. Okay, ich habe das nächste hier. Vielleicht habe ich ja Glück. Mein Glück in Pokémon, Leute. Man glaubt es nicht. So. Jetzt Traumweg natürlich wieder anders, aber egal. Und der Erfahrungspunkt nehme ich immer noch mal gerne mit. Ist ja auch kein Problem. Schläft noch ein Pokémon. Was schlafen hier die ganzen Kindwurm ein? Was ist hier los? So. Wo ist Wablo jetzt? Ah, das ist hier. Okay, jetzt kann ich hier doch lang gehen. So, du bleibst bitte mal bei mir. Bevor du meine ganzen Tangelas hier ausnockst. So, eine Minute probiert das hier noch. Das kannst du mal machen. Kindwurm kann ich eh nicht mitnehmen. Mach das ruhig, ist kein Problem. So, kommt her. Ah, so, du gut. Komm bitte ins Team. Bitte, bitte, bitte. Dafür bin ich extra jetzt hergekommen, um das jetzt zu machen. Und das möchte ich trotzdem nicht. Und du sollst dafür jetzt Rache nehmen hier. Bitteschön. Oder büßen. Ah, sehr schön. Noch ein Level up, das ist gut. Das wollte ich haben noch, bevor wir losgehen. Das sind sogar gute Wertsteigerungen. Sehr schön. Bam, 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 bam. Ich laufe immer im Kreis, ich weiß. Wir sind aber gleich durch. Dum, dum. So. Kann ich auch bei Ecke eigentlich angreifen, sodass es sich dann uns anschließt? Das weiß ich gerade nicht. Egal, so. Ich mache dich jetzt erstmal fertig. Dafür bin ich ja hier. Ja, danke schön. Geht doch. Danke. So, ja, ab ins Team. Noch ein weiteres Pokémon, was Altes mitnehmen kann. So. Bevor du jetzt hier stirbst, mach ich mal kurz das Kindwurm fertig. So soll es ja sein. Und jetzt können wir weitermachen. So. Wablo, ich komme mal zu dir. Wo bist du? Wobei, ich muss erstmal Tangela kurz umstellen. Stimmt ja auch. Bevor ich irgendwas mache. Ja, erstmal, was hast du überhaupt an Sachen? Schlafwutabsorber? Ja, nicht schlecht. Schlafwut ist grundsätzlich eine gute Attacke. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Hier. So. Tangela. Tangela. Wo bist du überhaupt? Level 14, Chlorophyll, kommst in den Dschungel. Das ist ja irgendwie obvious. So, und das mache ich einmal ganz kurz. Und du kriegst jetzt noch ein Item von mir. Und zwar gebe ich dir, jetzt gebe ich dir auch einen Apfel. Eine Singlebeere. Ich gebe dir mal eine Singlebeere, komm. So, einfach weil ich das kann. Haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. So, das soll es erstmal gewesen sein. Wir gehen jetzt raus aus dem Dungeon und dann kann es endlich losgehen. So, ja, möchte ich verlassen. Ja, raus. Sehr gut. Das dazu. So muss das sein. Endlich mal wieder Mission gemacht. Sehr schön. Die beiden mal vor uns zu sehen. 800 Poker, auch nice. 80 Retterpunkte. Und wir erreichen endlich den Goldrang. Sehr schön. Damit sind wir dem Team von Simsa ebenbürtig. Das ist auch ziemlich cool. Sehr schön. Damit können wir auch in die Ruine starten. So, Wablo gerettet. Belohnt 600 Poker, auch schön. Top-Elixier, das passt perfekt. Das brauche ich jetzt. Sehr gut. Ich denke mal, jetzt müsste eigentlich alles vorbereitet sein. So. Und einmal speichern. Dann darf ich jetzt gleich erstmal die Zeit nutzen, um meine Items mal kurz zu sortieren, dass wir genau mit den richtigen Items in den Dungeon gehen. Ich bin mal gespannt. Ich will hoffen, dass wir natürlich auch einige Items vor Ort finden können in der Ruine. Der erste 99-Ebenen-Dungeon. Das kann eine ganze Weile dauern. Außer wir haben so viel Glück wie bei den ganzen Vogel-Dungeons, also von Arktos, Lavados und Zapdos, dass wir da immer so schnell die Treppe finden. Das wäre natürlich ziemlich nice dann. Dann kommen wir zumindest noch ein bisschen voran. So, was haben wir hier Schönes?
Giflors gewichtiges Problem. Giflor werden überall wegen ihrer prächtigen Blume geschätzt. Doch nur wenige wagen sich in ihre Nähe, weil die Blume hochallergene Pollen ausstößt. Giflor beklagen sich außerdem über das hohe Gewicht der Blume, was schnell zu ihrer Ermüdungserscheinung führt. Das ist ja scheiße. So, was habt ihr noch Schönes? Ach ja, das wollte ich erstmal hier entfernen, ne? Richtig, damit ich wieder ein bisschen mehr Platz habe. Genauso soll es sein. Okay. Ruine, wir kommen. Ich habe Angst. Ich habe echt Angst. Ich habe die noch nie geschafft. Weil ich sie noch nie probiert habe, tatsächlich. So, du hast ein Kraftband bei dir, ist sehr gut. Traumvogel muss natürlich auch mit, wie gesagt. Wo warst du nochmal? Du warst ja hier. Stimmt ja auch. Da muss ich hin. So. Und du hattest jetzt deine Sinibera. Das ist auch gut so. Zum Team. So. Und jetzt muss ich mal ganz kurz meine Items natürlich wieder umeinander. Silber und unten übrigens den Goldrang. Sehr schön. Wir haben schon wieder 4000 Poké. Wo haben wir das denn her? Dum, da, dum, da, dum, dum. Die ganzen Dinger hier können auch natürlich weg. Außer ich will mir sie irgendwie nochmal irgendwie verwenden, aber das glaube ich nicht. Die kann ich gleich mal wegwerfen. So, Moment. Das mache ich mal schon zuerst. Anziehung, Müll. Weg damit. Linkbox kann auch in Müll. Verhöhner kann auch in Müll. Goldband können wir leider nicht verkaufen. Schade drum. Der Rest bleibt so. Gerockbock, ja. Kann ich eigentlich auch wegwerfen, theoretisch. Oder ich gebe es einem anderen Pokémon. 99 mit Schlafsam haben wir. Einer reicht mir auch Chaos-Sam. Ist ja auch grundsätzlich nicht schlimm. Irgendwas zu verwirren. Wobei, das möchte ich lieber aufbewahren, tatsächlich, ne? Schlafsam kann ich auch natürlich aufbewahren. Das mache ich, glaube ich, auch. Wie viele Pokémon wir mittlerweile haben, ne? Ist schon interessant. Ich nehme hier mal kurz die Singelbeere ab. So, und dann gebe ich dir einen Chaos-Samen. So, Schlafsamen werde ich jetzt auch mal kurz weggeben. Wo muss ich dazu hin? Moment. Ich guck mal kurz. Zwielichtwald. Moment, was haben wir hier noch gehabt? Ah, hier ist eine Karte. Ach so. Aha. Ja, stimmt ja auch. Du hast einen Apfel, ne? Ich glaube, den sollte ich mal lieber wieder zu mir nehmen. Da habe ich noch einen sechsten Apfel. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Den ich dir mal ganz kurz ab. Dafür kriegst du jetzt einen Schlafsamen. So. Sehr gut. Girokbrock, wie viele Sinibären habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4. Reicht mir noch nicht. Ich habe jetzt 6 Äpfel, das ist genau richtig. 2 Heilsamen, das ist auch okay. Girokbrock werde ich wahrscheinlich nochmal loswerden irgendwie. Und ich hätte gerne mindestens 4 Top-Elixiere. Ich muss mal ganz kurz sortieren. 6 Äpfel, 4 Top-Elixiere, wären schon mal 10 Items. Dann Girokbrock, Heilsam sind 3 Stück und dann bräuchte ich noch 7 Singelbären wahrscheinlich, ne? 2, 3, 4. Da muss ich jetzt mal Singelbären sammeln. Okay, machen wir es mal so. Was haben wir hier noch gehabt? Hier war Kokam, ne? Ja. Dann nehme ich mal deine ab, weil ich habe hier genug Singelbären überall verteilt. So. Ja, dann kann ich aber die Chance nutzen tatsächlich. Moment, bevor ich das mache. Dass ich theoretisch... Ich gebe dem mal kurz die Items wieder, glaube ich. Oder soll ich das tun? Weil ich habe ja jetzt noch... Die Chance natürlich aus dem Lager noch Items zu nehmen. Obwohl, will ich das machen? Eigentlich will ich das lieber im totalen Notfall machen. Ich will mal ganz kurz trotzdem nochmal nachschauen im Lager, was wir nochmal haben. Ich habe das nicht mal ganz im Kopf. Bevor ich da irgendwelche saugeilen Items natürlich vergesse. Beliebersam möchte ich natürlich gerne entnehmen. So, wie viele habe ich da? Ich habe 4 Stück. Top-Elixier habe ich auch noch eins. Ich müsste genug Top-Elixier bei mir haben. Bei den anderen Pokémon. Ich nehme jetzt 3 Beliebersamen mit. Weil ich weiß, ein Beliebersamen habe ich noch im Dings bei den anderen Pokémon. Hat Nidoran, glaube ich. So. Und den dritten. Den vierten nehme ich dann gleich bei Nidoran weg. Das müsste es nämlich noch haben. Und dann passt das auch. Jo, das passt auch soweit. Sehr gut. So, dann muss ich jetzt in die Savanne zu Nidoran. Wo bist du? Du bist hier. Sehr schön. Du hattest das doch, oder? Ja. Richtig geraten. Sehr schön. So, was kann ich dir denn gleich geben? Ich gebe dir mal ganz kurz Georockbrock, komm. Nicht das. Das gebe ich dir. So. Ich bin jetzt aufgeteilt. 4 Belebersamen habe ich. 1, 2, 3, 4, 5 Singelbären. Dann passt das überhaupt? Moment, habe ich das richtig gerechnet? Stopp mal kurz. Ich brauche so Topics hier, stimmt ja auch. Die brauche ich ja, ist recht. Die muss ich auch mitnehmen. Ach, du hast ja auch noch einen gehabt. Singelbären, ja. Moment. Top-Elixier brauche ich noch viel, viel dringender. Das ist ganz wichtig. Ohne die gehe ich nicht aus dem Haus. Taucher hattest du gehabt. Und Singelbären. Ich suche mal kurz meine Top-Elixiere. Die müssten eigentlich hier irgendwo sein. Waren die nicht bei den Janmas?
Spezialband habt ihr? Moment. Ach, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich habe mich kurz erschrocken. Kurz. Moment, warten. Warten. Du hast einen Toplex nur gehabt. So. Dankeschön. Dann gebe ich dir jetzt. Was gebe ich dir denn jetzt? Was gebe ich dir einen Apfel? Ich gebe dir kurz noch einen Apfel. Moment. Ich muss das sortieren jetzt, damit ich weiß, was ich hier alles haben möchte. Ich glaube, ich nehme 4 Toplex hier mit, ne? Ja, 4 Toplexiere. Aber 15, die werden reichen, die. Ja, dafür habe ich noch Belebersamen mehr, ne? Und der Traumigeld natürlich auch noch. Traumvogel hat selber noch eins. Dann nehme ich jetzt noch ein Toppelix hier mit. Wenn ich jetzt noch eins finde. Bei irgendjemandem. Moment. Abflugwald, Wapu hat er gesagt, hast du noch ein Toppelix hier zufällig? An den NATO war es ja. Ja, du hattest das gehabt. Das ist schon Wapu. Normalerweise habe ich immer ein Wapu gehabt in meinem Playthrough. Okay. 5 Singlebären habe ich. 5 Äpfel habe ich. 2 Heilsamen. Gerobrock habe ich natürlich auch dabei. Toppelix hier 3. Stück. Reichen 3 aus. Oh komm, es muss reichen. Und wir sind hier lernen. Das passt schon. Das passt schon, Leute. Habe ich jetzt alle Leute auch mit? Moment. Ja, habe ich. Leute, wir sind bereit. Wir sind bereit, in die Ruine zu gehen. Und das werde ich jetzt auch tun. Da ist sie schon. Und ich würde sagen, los geht's. Es kann losgehen. Oh Gott, ich habe Angst. So. So, ja. Wir speichern jetzt nochmal. Das ist auch gut so. Dann mal gucken, was passiert. Bist du in deinem Dungeon? Schwere Dungeon Anteil, bevor du das spielst. Ja, das ist mir schon klar. Den Trick kenne ich schon. Ruine! O1. So. So sind wir aufgestellt. Ich hätte natürlich noch gerne nochmal andere Items und andere Attacken beigebracht, logischerweise. Aber der Rest muss auch stimmen. So, Leute, wir sind bereit und ich würde sagen, wir können loslegen. Was gibt es hier sonst noch zu finden? Oh, ihr könnt sogar Pokémon mitnehmen. Golbert's Nibel ist so. Ich habe jetzt kein Vierer mitgenommen, ich Idiot. Stimmt, das wollte ich ja machen. Egal. Scheiß drauf. Und natürlich treffe ich direkt in der ersten Runde nicht. Das ist natürlich nicht so nice. Macht viel Damage. Flea-Orb, das wollte ich ja mitnehmen. Das wäre es jetzt gewesen. Ich hätte jetzt darauf gewartet, dass das jetzt ein Dings-Orb gewesen wäre, ne? Das wäre zu geil gewesen, aber leider nicht. So. Ich habe jetzt mit dem Radar auf alle anderen Gegner ausgemacht, aber eben waren gar keine da. Stimmt. So. Oh, was haben wir hier noch Schönes? Ich werde alles Mögliche essen, was mir in den Weg kommt. Einfach damit ich nur. Magen war auch nicht schlecht. Damit ich einfach bei 100 Magen bleibe. Das kann ich nicht mitnehmen. Was haben wir hier noch? Chaos, was ich nicht benutzen kann. Es verklebt quasi. Na gut. Okay. U2. Immerhin eine Ebene haben wir geschafft. Wir müssen es 99 kommen. Und Istus gibt es hier auch noch. Das wird ja witzig. Pass mal auf, ich mache mal Folgendes. Das hier, damit ich nämlich beide mit einem Donnerblitz besiegen kann. Ich hoffe, das funktioniert. Natürlich nicht. War ja irgendwie klar. Was machst du jetzt? Okay, da passt jetzt auf. Oh, ist das mir so gefährlich? Viel zu gefährlich. Pass mal auf. Ich gehe jetzt einfach mal zur Treppe. Das sollte einfach eigentlich reichen. So. Ihr bleibt jetzt da stehen einfach. Taktiken. Warte hier. So, Moment. Ja, ich muss mich kurz anders hinstellen, weil du Text so vom Gegner weggeht. Ich möchte nur nicht, dass sie angreifen halt. Das möchte ich. So. Und auch nicht möglichst angegriffen werden, logischerweise. Das ist so, soll Mimia erfolgen. Moment, wo was wollte ich jetzt? Taktiken. So. Weg von hier. Ja, hau einfach mal ab. Genau dahin. Das ist die richtige Ecke. So. Sehr gut. Die Ebene haben wir auch überlebt, ohne großartige Schaden zu nehmen. Ich möchte auch gerne noch AP sparen, logischerweise. So, das muss ich auch wieder ändern. So. Okay, wir sind wieder bereit und hauen schnell mal ab. Oh, Sneebel. Oh, das geht natürlich auch. Ja, warum nicht? Und 3 Items ist natürlich direkt in der Reihenfolge. Was haben wir hier? Perfor Orb. Moment. Oh, auch nicht schlecht. Das ist ja auch nicht schlecht. Das setze ich mal kurz ein. Komm, weiß kann. Flop, das heißt, ich meine Gearock-Box gehen auch jetzt durch Winde. Stille Orb. Okay, und da wird direkt noch Volltreffer hinterher gemacht. Das ist auch gut. Und du schaust. Ah, achso, das ist das. Ah, auch nicht schlecht. Das ist auch nice. Oh, Charme, das ist nicht so nice. Oh, mir gefällt das grundsätzlich nicht, wie schnell ich hier AP verliere.
Ausdauerband. Na gut. Ah, die vielen Innen machen mir zu schaffen. Ich muss auf meinen Magen aufpassen und auf meine AP. Das sind die großen Schwierigkeiten hier. Und das ist verdammt viel Geld, was hier rumliegt. So, für dich habe ich extra einen Durchbruch dabei, mein Freund. Oh, es wird sogar ein Team. Nice. Mach ich mal. Und Level 15 sind die erst hier, okay. Dann kann ich ja ganz normale Angriffe benutzen wahrscheinlich. Ich nehme es einfach mal mit, weil es ja noch ein Item dazu tragen kann. Warum auch nicht? Ich probiere mal was. Das reicht natürlich nicht. Aber du machst den Rest natürlich. So, nun wechseln wir noch den Anführer wechseln. Ist ja auch nicht schlecht. Okay, das passt soweit immer noch. So, je mehr Pokémon wir sind, umso besser. Und da ist der erste Apfel. Den nehme ich sofort mit und mein Angriff sinkt. Moment. Nein, geht da nicht alle rauf. Och, Mensch. Die Fallen sind da, Leute. Und du gehst natürlich auch nochmal rauf. Auch den Apfel kann man gar nicht benutzen, sehe ich gerade erst. Ja, nehme ihn ruhig mal mit. Was steht da unten, Golbat? Moment, Traumfugi, mach du das mal. Oder auch nicht. Ja gut, dann mach das mal so. Okay, ich wollte, dass Traumfugi das macht aus der Wand heraus, aber... Na, was soll's. So, Leute, ihr möchtet mal ganz kurz vorbeigehen, ohne dass ihr irgendwie angreift. Das muss ja auch möglich sein. Ja, geht auch. Wunderbar. So, sehr schön. Und ich muss Nimmel nochmal schnell umstellen. Stimmt ja auch. Wo musst du überhaupt hin? Moment. Status geschwächt. Auch gut. Finsterkamm gehörst du also auch. Okay. Okay, okay. Moment kurz. Attacke muss ich auch gleich mal überprüfen, was du so hast. Na, ist nur gut zu geben. Ist auch nicht schlecht. Kannst du mal supporten nebenbei. Immer gut zu gebrauchen. Flohmit ist auch noch hier. Aber ich glaube, das ist zu schwach, so dass es irgendwie gefährlich werden könnte. Was habe ich hier? Oh, die sind alle verklebt und kann man nicht benutzen. Scheiße. Will ich ja nicht gern zu mir nehmen, damit ich noch ein bisschen mehr Magen habe. Na gut, oh, jetzt kommen die ganzen kleinen Fische. Komme ich mal entgegen. Schnabel, süß. Oh, jetzt hätte ich Donnerblitz einsetzen können. Oh, das war ja süß. Pass mal auf, ich mache mal Folgendes. Weil es kann. Dönerblitz. Und ich treffe diese Pokémon einfach nicht. Das ist etwas nervig. Sinnoh macht grundsätzlich keinen Schaden. So, ich mache das jetzt nochmal. So, bitte. Geht doch mal alle kaputt hier. Dankeschön. Ah. Mensch, Mensch, Mensch. Ich will hoffen, dass ich die Top-Legs-Serie finde. Distanz-Orb. Achso, das war das. Obwohl, ich hätte jetzt Nibel mitnehmen können, weil ein Apfel macht ja eh keinen Sinn. Na, was soll's. Was haben wir hier? Ja, Essen sofort. Dankeschön. So, ansonsten ist hier nur Geld. Und Pirsuchbeeren nehme ich auch gerne mit. Bist du das mit der Pirsuchbeere? Gib sie mir her. Danke. Ich glaube, Magen kriegen wir schon irgendwie gebacken. Hoffe ich. Das will ich hoffen. Was haben wir hier? Pirsuchschal. Wisst ihr was? Komm, das tausche ich jetzt aus mit... Das kann ich nicht so direkt austauschen, ne? So, machen wir es mal so. Pirsuchschal, Given, Sneevil. Ja, das sind die... Ah, Moment. Die kannst du nicht mitnehmen. Moment. Scheiße. Das ist ja geil jetzt. Hm. Moment. Das ist jetzt ganz blöd. Jetzt kann er natürlich, jetzt hat er sein Item blockiert quasi. Das ist jetzt blöd, aber na gut, kann man nichts machen. Was soll's, U7. So, ich will jetzt aber nochmal hoffen, dass wir noch zumindest dazu kommen, ein Fliehop zu finden. Das ist ja schon mal ganz gut. Das will ich zumindest hoffen. So, das Ding hält auch einiges aus. Aber kick die... Nein! Warum gehst du da hin, Sneebel? Tut mir leid, du musst aus dem Team, wenn du Belebersamen jetzt auch noch... Oh, Moment, Moment, ich muss das umstellen. Warum gehst du denn da hin? Itemmeister, Moment. Das war... Was war das hier? Okay, scheiße, das ist natürlich auch blöd. Ich muss nie aus dem Team werfen, es tut mir leid. Tut mir leid, da bist du im Weg. Da würdest du jetzt zu viel verlieren für uns. Tut mir leid, du musst jetzt alle raus. Ja. Sorry. Das Team wird enttäuschend gehen. Ja, es ist so böse. Ich möchte das ungern machen, wenn es schon im Team ist, aber das kostet mir zu viel. Das kann ich leider nicht. Kann ich leider nicht tragen, das Risiko. Es tut mir leid. Funktioniert das? Ach Gottes. Moment kurz. Moment, Moment, Moment. Textprotokoll. Ja, Flexibilität hast du natürlich gehabt. Da hätte ich jetzt denken können. Auch super. Na gut.
Der, das nächste Viech. Da habe ich die Schockwelle für dich. Reicht sogar. Sehr gut. Okay, Leute. Jetzt kann ich schon mal nicht mehr die Karte richtig sehen. Aber ist auch egal. Das soll es heute gewesen sein. Im nächsten Part geht es weiter hier in der Ruine. Mal gucken, wie weit wir kommen. Dann sage ich bis zum nächsten Part. Also, bis dann und auf Wiedersehen.